Hallo und herzlich willkommen bei Nachtaktiv Gaming. Wir spielen Hearthstone, die Forscherliga, das Abenteuer weiter. Und zwar ist die verfallene Stadt hier dran. Wir öffnen es gleich mal. Davor haben wir schon Tempel von Orsis und Uldaman durchgespielt. Und jetzt kommt Flügel Nummer 3, die verfallene Stadt. Ich bin gespannt. Wir müssen jetzt den dritten Teil des Stabes holen, die Perle der Gezeiten. Und kämpfen jetzt in der verfallenen Stadt gegen den ersten Gegner Lord Schlangenspeer mit der Fähigkeit Ruft einen hungrigen Nager herbei. Ich spiele wie auch in den vorhergehenden Abenteuern mit dem Tempomage und hoffen wir mal, dass unser Deck gut harmoniert. Und dann laden wir das Spiel mal und schauen, ob wir gleich im ersten Anlauf das Abenteuer überstehen werden. Wir wecken die Trocks und los geht's gegen Lord Schlängelspeer. Ein sehr lustiger Name, wahrscheinlich mal wieder grottenschlecht übersetzt aus dem Englischen. Die Startant hier von uns ist okay, die behalte ich mal so, oder Wissenschaftler definitiv behalten. Flame Cannon ist auf jeden Fall auch immer gut. Und dann haben wir hier noch den Ragnaros. Was haben wir hier? Spott Todesröcheln, rettet Sir Finlay und haltet die Nager auf. Aha. Okay, erster Zug, wir können nichts machen. Und wir müssen hier den kleinen Sir Finlay retten. Und er kann sich, also wie der Paladin, einen 1-1er aufs Feld holen. Das, die Spiegelgestalt ist jetzt natürlich super blöd, weil eigentlich wollen wir ja mit dem irren Wissenschaftler hier. Warum hat er 2-1? Hat er auf jeden Fall schon mal ins Face, aber warum er jetzt 2-1 hat? Keine Ahnung. Aber egal. Wir spielen jetzt am klügsten Portal, dann vielleicht noch, spielen wir noch gleich den hier aus, da haben wir noch gleich die Karte. Feuerball ist gut, können wir in der nächsten Runde hier das Ding wegmachen. Und so wie es ausschaut, wird jeder hervorgerufene Nager immer ein stärker. Mich interessiert jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich hier den töte. Ah, dann kriege ich ihn auf die Hand, okay. Auch nicht schlecht. Entdeckt eine neue Basis-Heldenfähigkeit. Greifen wir noch den hier an, können wir den gut eintraden. Dann geben wir mal den Zug weiter hier wieder an den Lord Schlängelspeer. Ah, okay, diesmal hat er 2 Angriffe verliehen und einen Mob gespielt. Den kriege ich jetzt aber immerhin auch, den kann ich gleich wieder zum Traden benutzen. Ist eigentlich eine gute Geschichte. Er geht auf jeden Fall ins Face. Oh, okay, er hat auch eine angelegte Waffe, geht ins Face. Und jetzt schauen wir mal gerade hier. 2 Schaden. 5. Haben wir dort liegen. Spielen wir halt die Combo hier. Ich hoffe, der Rechts wird getroffen. Jawohl. Das war gut. Gehen wir hier auch ins Face. Haben wir schon mal wenigstens ein bisschen Bordkontrolle zurück erlangt. Der 2-6er stört uns jetzt nicht so dolle, da können wir die Flame Cannon benutzen im nächsten Zug. Nachdem wir den hier weggetradet haben. Und dann... Ah, okay. Da können wir immer noch mit unserem Flame Walker traden und dann die Flame Cannon spielen. Loa Tet wäre natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, aber ich mach's jetzt einfach mal so. Haben wir noch 2... 1, okay. Spielen wir hier den. Nein, das war dumm.
Ich wollte noch wegpingen. Ach, wir nehmen mal die Durchbeherrschung. Hätte erst nochmal meine Fähigkeit benutzen können. Jetzt habe ich hier 2 Schaden umsonst kassiert. Aber egal. Noch sieht es ja okay aus. Gucken wir mal, wie es sich weiter verläuft. Drohhaltung, 2 Karten, 4 Rüstung. Nächsten Zug könnten wir Loa Tep spielen. Besser gefallen würde mir eigentlich die Spiegelgestalt zu spielen, weil dann würde ich nämlich auch das kriegen, was er zieht. Dann würde ich nämlich die Board Control auf jeden Fall behalten, weil 5 und 3 können wir jetzt nicht zusammen spielen. Außerdem mache ich dann noch ein bisschen Damage. Spielen wir erstmal die Spiegelgestalt und ziehen noch 2 Karten. Warten wir quasi erstmal eine Runde ab. Und die Waffe hier. Ich spiele keine neue Waffe. Jetzt überlege ich gerade, ich behalte die Waffe mal lieber. Vielleicht muss ich da ja nochmal einen vom Bord nehmen. Den kriegen wir jetzt auf jeden Fall auch. Das ist super. Können wir jetzt nämlich dann schön wegtraden. Der hält den nächsten Zug. Sogar nochmal schön ein Buff. Das heißt, wir spielen jetzt am klügsten. Da ich eh keine Zauberkarte auf der Hand habe, spiele ich jetzt mal hier den Shredder. Dann gehe ich ins Gesicht. Hol mir eine neue Waffe. Er kriegt 6-6, dann kann ich ihn schön traden. Und wir haben immer noch die Board Control. Jetzt kann er traden natürlich mit dem 2 Angriff. Kassiert aber wieder 6 Damage. Gucken, ob er sich healen kann oder nicht. Aber da ist der Sieg. Er kann auf jeden Fall nichts dagegen machen. Da haben wir schon gewonnen. Gehen wir ins Face und dann haben wir es geschafft. Obwohl wir 1-2 Missplays hatten, trotzdem gewonnen gegen Lord Schlingelspeer. Haben wir den Sir Finley gerettet. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Ja, das bin ich auch der Meinung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lord Schlingelspeer haben wir besiegt und im nächsten Video gibt's Boss Nummer 2. Bis dahin, tschüss.